eine Geschichte über Hänsel und Gretel erzählen? Ja, bitte. Ja, bitte. Klar. Also, Kinder. Es war einmal ein armer Holzfäller, der lebte mit seiner Familie, also mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in einer kleinen Hütte, tief im Wald. Nein, nein, so war das aber gar nicht. Es waren zwei Schwestern, Hanni und Gretel. Sie lebten mit ihrer Mutter nicht in einer kleinen Hütte, sondern in einem kleinen Haus. Und ich muss es ja wissen, denn ich bin die Mutter Alfons und das sind meine Freunde. Also irgendwie. Das ist der Jäger Norbert. Er war mal mein Freund, aber ich bin zu gut für ihn. Dann gibt es noch den gegen Tee allergischen Wolf, Wolfram. Meinen Vater Erwin. Naja, ein schwuler Säufer und Idiot. Und meinen Onkel René, auch Säufer und Idiot. Naja, die beiden leiten Opa TV. Abgeschaut von Oma Asi TV. Die beiden Omas, die Oma Asi TV leiten, sind meine Tante Oma Gudrun und die coolste Mutter und Oma der Welt, Oma Günther. Meine beiden Kinder sind echt verrückt, aber ich mag sie, da sie einen perfekten Musikgeschmack haben für meine Ukulele. Und jetzt geht's los mit der Geschichte. Ach, das ist aber ein wunderschöner Morgen. Gretel, Gretel, der Toaster ist schon wieder aufgegangen und die Küche brennt schon wieder. Oh nein, Hanni, nicht schon wieder. Ich habe keine Lust, mit dem Feuerlöscher ständig aus der Wand zu reißen, auch wenn es Spaß macht. Aber ich war das nicht. Kinder, eure Oma ist krank. Aber nicht so krank wie ein Rotkäppchen, sondern tanzkrank. Besucht sie mal mit etwas Wodka und etwas Süßen. Ach so, und passt auf euch auf. Etwa vor dem Wolf? Nein, vor Opa Renés und Opa Erwins Gestank. Ah. Okay. Tschüss. Hallo Opa René und Opa Erwin. Was macht ihr gerade? Sachen für Opa TV kaufen? Nein, wir kaufen Sachen für Opa TV. Hab ich doch gesagt. Ich hab dich auch lieb. Wozu holt ihr die Sachen? Kaufen Sachen für das Opa-TV-Jubiläum. 51 ja schon. Schön. Cool. Und was macht ihr dann? Und nach dem Jubiläum von Opa-TV und wenn das Dingsterbums bei Oma-Asi-TV zu Ende ist, werden sich Opa-TV und Oma-Asi-TV vereinigen und zu Oma-Opa-TV werden. Das ist cool. Gut, dass wir dich auf einmal gehört haben, nicht wahr? Du hast ja so recht. Na dann, bis später, Opa René und Opa Erwin. Tschüss, Kinder! Wir stehen neben euch! Ihr müsst nicht so schreien! Ich hab euch auch lieb! Okay, das reicht. Komm again. Hallo! Ich bin der Weihnachtsmann! Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber heute ist ein wunderschöner Tag, um Maul. Warum läufst du nicht weg von mir? Weiß nicht. Etwas Tee zu deinem Grill? Gern. Da muss ich euch nicht so trocken runterwürgen. Aber sag mal, Wolfi, bist du nicht eigentlich gegen Tee allergisch?
Puppe! Ihr Dreckspanne, das habt ihr mit Absicht gemacht! Nein, ganz bestimmt nicht! Das werde ich euch noch heimzahlen. Wo wollen Sie denn eigentlich hin? Das war aber ein guter Streich. Du bist nicht sauer? Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, wo wollt ihr eigentlich hin? Na, zu Oma Günther. Und Oma Gudrun. Da fresse ich euch auf. Ich empfehle euch, das neue Tablet von Medi Moritz eurer Oma mitzubringen. Wenn ich dann Oma spiele, werde ich das Tablet nutzen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Nun geht, ihr Fleischhäppchen. Ja, gleich, Maloni. Nun geht endlich, ihr Freizeitgollums, ihr Speichellecker. Ist ja gut. Vergesst nicht, bringt mir eurer Oma noch ein Ladekabel mit. Was macht denn Erwin da schon wieder für einen Mist auf Opa TV? Und die Chips sind auch schon wieder alle. Ist das nicht dein Mann? Schon, aber ich habe mich schon seit langem von ihm getrennt und ich kann ihn nicht leiden. Wer hat das gesagt? Und jetzt die Haube hier, ey. Da bin ich voll. So. So. Und hier. Dann sieht es geil aus. Und jetzt ist wieder Oma-Teil. Nach der kleinen Vergnügung kommt endlich Oma Assi TV. Was? Wo? Ich hab dir das Ladekabel mitgebracht. Ach, egal. Die Pizza. Tante Oma Gudrun, wieso hast du die Kinder in den Kühlschrank gesperrt? Wolltest du sie etwa zu Eis verarbeiten? Was? Niemals will ich meine irgendwie Enkelkinder essen wollen oder zu essen verarbeiten wollen. Ich wollte nur wissen, ob da ein Männchen im Kühlschrank sitzt und das Licht ein- und ausschaltet. Aber nein, sie wollten es mir nicht sagen. Wenn ich gewusst hätte, dass sie da raus wollen, hätte ich gesagt... Ich lasse euch erst raus, wenn ich weiß, ob mich da ein Männchen bei meiner Diät beobachtet. Was? Du machst eine Diät? Ja, schon, aber Oh, Oma Günther ist da. Frag bloß nicht, wo ich war. Wo warst du? Sagen wir erst mal so.
Es war dunkel, stickig und es hat gestunken. Aber ich fühle mich jetzt so schrecklich, ich werde es auf der Premiere von Oma Asi TV und Opa TV erzählen. Also, für mich war das ja auch nicht so sehr angenehm. Beginnt jetzt nicht die Premiere von Opa und Oma TV? Stimmt, ja. Na dann los. Und jetzt beginnt die Vorspeisung von Opa TV und Oma Asi TV. Ja, und das war's. Und zur Feier des Tages tanzen wir. Kannst du mir echt tanzen, ne? Zeig mir, dass ich tanzen kann. So. Günther ist doch. Sag bloß nicht, wo ich war. Nein, vor Ort bei Erwins und Onkel Renés Gestank. Er ist auch ein Opa. Oh. Alles war gut, das ist alles Kat. Amen. Das war Sackschätzchen in die Höhe. Wo ich war. Wo warst du? Ja. War schon vorbei? Hi Opa René und Opa Erwin. Was macht ihr gerade? Sachen für Opa TV gucken? Arsch, ich hab dich beobachtet. Fresse. Ich stalke dich. Und nach dem Jubiläum von Opa TV. Warte mal, lass weiter auf. Gott.